drück da jetzt drauf, Peri. Darf ich das? Ich hab geflippt. Switch. Ich flipp aus. Ding. Ding. Um Gottes Willen. Na? Jetzt kommen wir uns aber alle ganz schön nah hier. Doch. Ja. Ich glaube, so geht's. Oh, herrlich. Ja, Peri, dann. Okay. Hallo und herzlich willkommen heute bei Night Rain und Flauschhause bei YouTube. Mit Peri. Yay. Yay. Und wir baden im Hallo. Hexenkessel. Ja. Spookzauber. Ja, heiß. Wir würden gern das Spookality, ja, ich weiß, ich spreche es falsch aus, Event spielen, aber das ist noch nicht da. Und wir testen jetzt einfach mal wieder komische Welten. Falls sie doof sind, kommen sie wieder raus. Genau. So war ich dann. Aufmachen, 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 aufmachen. So, ich schmeiße jetzt ein Portal, renne rein und ihr folgt mir, ja? Ja, ja, wie immer. Und hinterher. Muss erstmal runtergeladen werden bei mir. Mhm. Dauert immer mal ganz kurz. Kurz Hysteria. Kurz. Wir haben noch nicht Weihnachten, ne? Nee, leider noch nicht. Ich bin so schon voll im Weihnachtsfieber, aber... Ich noch nicht. Obwohl, ich gucke mir schon so ein paar Wintervideos an auf Insta und so. Ja, ich habe noch so 15 Eier über. Ich habe gedacht, ich mache vielleicht da Eierlikör draus. Da ist mir aufgefallen, wir haben noch die falsche Jahreszeit, noch kein Eierlikör. Ich kann nicht springen. It's pink. Der Game-Sound, müssen wir gucken, ob der noch richtig ist. Auf Escape, auf das Einstellungsrädchen. Dann oben wieder maximieren. Okay. Und der, bei mir steht auf 55%. Er soll, was stand dazwischen? 80, 85 und 100, glaube ich, stehen. Ich stelle immer auf 85. Bei der Welt. Genau. Ah, ich schon. Jo, ich habe jetzt auf 85. So, dann wenn uns gleich die Ohren wegfliegen, dann weiß ich nicht, dann tut's mir leid. Ich drehe mal mein Headset schon mal leiser. Flipst du Switch? Welcher? Gute Idee. Switch? Weiß ich nicht, aber wir sollten uns, glaube ich, beeilen. Irgendwas verzerrt. Kommt ihr mit mir? Ja, wohin? Ich weiß nicht. Ich gehe einfach mal. Überall steht Flip the Switch, Flip the Switch. Da ist was Rotes, seht ihr das auch? Ja, vielleicht glaub, ist das der Switch, den wir flippen müssen. Ihr seht skurril aus zwischendurch. Ja. Ich drück da jetzt drauf, Peri. Darf ich das? Ich drück jetzt einfach. Ich hab geflippt. Ich flipp aus. Ist bei euch auch so ein Geräusch passiert? Ja. Ja. Bisschen geknackt. Und jetzt? Ich glaube, da hinten ist noch mehr. Sind es noch mehr Switches? Ich kann nicht mehr springen. Wir müssen die Flippen switchen. Nee, die Switchen flippen. Was? Echt? Hatte ich es jetzt in der Aufnahme gesagt? Triggerwarnung, Jumpscares und flackernde Lichter und so? Nee, ich glaube nicht. Nee. Also, jeder, also der es guckt. Achtung an alle Zuschauer, genau. Ja? Triggerwarnung. Flackernde Lichter, Epilepsiewarnung und auch irgendwas mit Anxiety, Angst, bla. Es ist Horror. Ja. Ihr kennt das. Ich glaube, ich bin hier an der World Border. Okay. Hier geht's nicht weiter. Wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich tot, oder? Nö, wir können nicht runterspringen. Jetzt heißt es, doch flip the Switch. Immer noch eine Switch. Wo sind denn hier noch Switches? Ich sehe keine. Eine Nintendo Switch, wa? Es ist so dunkel. Sollen wir uns trennen? Wo sind sie denn? Ich weiß, kein guter Satz in Horrorfilmen, aber... Ist ja kein Horrorfilm hier. Ja, aber ähnlich. Ich glaube, du hast einen Riss in deiner Strumpfhose. Was? Was? Da muss ich jetzt mal ganz genau gucken hier. Laufmasche. Merk nur, wenn ich mich von diesem Flip the Switch-Text hier so ein bisschen wegdrehe, dann habe ich hier blau-rot. 3D-Brille aufsetzen. Ah ne, das war... War das auch blau-rot? Ja. Nee, rot-grün. Obwohl, nee, blau wurde irgendwann nachgerüstet, ne?
Das ist wie, wenn Ist ich auch. meine normale Brille aufsetze und ganz an den Rand gucke, dann hat man so Farbsäume. Ist auch wieder ganz cool. Kann ich sterben? Nee, irgendwie nicht. Ja, wo ist denn hier eine Flip-Switch? Oder hättet ihr da auch drücken müssen eben? Nö, war Nö, ja war ja schon weg. grün. Ach so. War ja dann weg, genau. Fla, Flippi, Ich kann nicht mehr springen. Wo ist der Flip? Nee, Switch. Ich erinnere mich an meinen neuen Pullover. Die Farben? Mit den Streifen? Nein, da steht drauf, buckle up, buttercup. You just flip my witch flip. Switch. So wird. Flip, switch, 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 flip, switch. Just switch my witch flip. Sag den Satz flip the switch mal ganz oft hintereinander. Nein, ich will das nicht. You flip my witch. Switch. Switch, flip, switch. Mhm. Switch. Switchy, switchy, switch. Wo bist Fischers, du? Fischers, Fritze, Fisch, frische Fische. Fische, frische Fische, frische Fische, frische. Fischers, Fisch, Fritze. Switcht kleine Flippe. Nee, flippt kleine Switche. My witch, switch. Ich glaube, diese Welt hypnotisiert uns einfach. Ja, irgendwie anders. Aber ich dachte gerade. Ist skurril und sehr merkwürdig. Ich dachte, ich hätte gerade was gefunden, war aber nicht. Ist das einer von euch hier mit so einem gelben Ding so drüber? Was ist das? Achso, das ist Peri. Okay. Das ist Peri, ja. Ich höre hier was. Hört ihr es auch? Oh. Ding. Ding. Ja? Boah, das ist so ein Echolot. Echo. Aber das klingt von hinten irgendwo. Diese bei Richtung mir. Hier. Ihr geht mal in die Richtung, wo ihr hört, und ich gehe in dahin, wo ich es höre. Ah, da hinten ist doch ein Flip-Switch. Ich sehe ihn. Oh ja. Ist das so jetzt die Doofi-Version geworden? So, ja. Die finden das nicht. Wir machen mal. Mäuschen Piep einmal. Werden das jetzt noch mehr von den Dingern? Also hier sind noch mehr, denke ich. Also das Wollen wir uns von hier aufteilen? Wir teilen uns auf. Ich guck mal, wo ihr hinlauft. Okay, du läufst geradeaus, Piri läuft nach rechts, dann laufe ich in die Richtung. Also hier sind weder flackernde Lichter gerade noch irgendwas Horrormäßiges. Wir laufen gerade blind in einem dunklen. Nenn's mal lilanen Wald. Ohne Baumkronen. Aber das war doch das, was ich. Oder war es eine andere Welt? Ich hab wieder ein Echolot. Oh. Ist fast vor mir. Dann kommen wir mal zu dir. Nö, bleib da, wo du bist. Ach vielleicht ja, okay. Erscheint er bei dir in der Nähe irgendwo. Stimmt. Der nächste ist Witchflip. 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 Passiert was? Ich bin fast da. Ich dachte irgendwie, das ist näher. Drück die Knöpfe. Knöpfe. Do not press the button. Push the button. Aber ein Hebel. Das ist aber ein Hebel. Ich bin bei unserem ersten Hebel angekommen. Weiß nicht, wie ich euch das sagen soll. Ach da. Jetzt habe ich den Hebel gefunden. Hab ihn. Oh. Oh. Ich komme zu euch, nee. Das ist mir zu... Was ist das jetzt? Hier ist so eine Kugel in der Mitte. Du meinst wir? Kugel? Eine weiße Kugel. Hä? Oh. Die Eck bei mir. Oh, das erinnert mich an das Spiel, was Tubitz mir gegeben hatte. Nihilend. Ja. Eine Kugel, die alle auf alles eine Antwort wissen sollte, aber mir nicht geantwortet hat. Ich glaube, Night Train ist weg. Nee, ich sehe ihn noch. Ja? Bei mir ist er von der Kugel verschluckt. Ah, da ist er. No. Es sind zwei Kugeln ineinander, die sich entgegengesetzt bewegen. Drei. Sogar. Drei? Oh ja. Müssen wir da bestimmt rein, oder? Gehen wir rein? Ich gehe mal. Natürlich gehen wir da rein. Attacke! Oh, los! Oh. Seid ihr alle da? Ja, da wir steht was. Oh. Find the Artefakt. Schnitzeljagd. Gut. Artefakt. Ja. Wo wollen wir lang? Jetzt hier.
Ich weiß nicht. Ach, das ist so ein... Ich folge der Frau. Labyrinth, wo man runterfallen kann, wa? Kann man runterfallen? Dann müsstest du nur wieder am Anfang irgendwo spawnen. Nö, tue ich nicht. Ich bleibe einfach unten. Ah, ja, doch. Genau. Jetzt bin ich wieder da. Aber ich bin woanders gespawnt. Oh. Artefakt. Ah, hier, hallo. Das sieht aus wie so Zähne. Was? Zähne. Lila, dicke Zähne. Sieht aus wie, Wasser und so Schlauchboote. Ja. Nur, wir sind doch im Halloween-Stimmung. Achso, ja, es sind lila Zähne. Lila Monsterzähne. Und Geistersabba. Ja, Nightwing ist reingefallen, nicht du. Wir dürfen Nightwing nicht anfassen. Bäh. Bäh, ich bin ganz schmierig und glitschig. Oh. Seid ihr noch hinter mir? Guck mal, hier ist was. Ja. Oh. Du hast... Ich hab ihn genommen. Ich wollte mir den angucken und der krabbelt ihn einfach weg. Ich krabbel halt gerne, tut mir ja leid. Ja, ich merke das schon. Mich triggert es, dass wir nicht springen können. Ja, ich wollte gerade auch da hoch. Ja, erwische ich mich aber auch die ganze Zeit. Ich drücke die ganze Zeit die Leertaste und es passiert nichts. Ja, manchen Welten kannst du es und in manchen anderen wieder nicht. Vor allem, weil man ja mit Springen auch immer gerne mal ein bisschen schneller ist. Nicht immer. Ja, oder ein paar Bugs ausnutzen kann. oder einfach die Karte kaputt macht. Ich gehe hier lang. Hi. Nix. Mist. Ich mach mein typisches, ich halte mich rechts. Ja. Habe ich mir schon irgendwie gedacht. Wie kommt man das? Jeden Labyrinth. Ja, da kommst du irgendwann wieder am Anfang raus. Unten am Ende erst. Ah. Naja, je nachdem, ne? Ja. So. Auf jeden Fall kommst du immer raus aus einem Labyrinth, wenn du dich rechts hältst. Stur rechts halten. Die Artefakte. Ach, jetzt seid ihr auch hier. Ja. Hi. Das sag ich auch immer in Games, wo ich mich verlaufe und sag, ich mache jetzt das, was Peri mir beigebracht hat. Immer rechts halten. Ja. Ich liebe Rätsel. Seid ihr noch da? Ja, ich seh's. Hast du gesehen, was mir passiert ist? Nein, bei mir stehst du da noch. Ja, jetzt ja. Da war so ein Glitzervieh. Da bin ich reingelaufen. Es ist jetzt gerade alles rot. Bei dir auch? Oh. Ja. Es ist um Gottes Willen. Jetzt ist er weg. Habt ihr das auch gehabt? Nein. Peri, hast du dein Limiter drin? Du wirst schreien. Aber mir ist es wieder normal alles. Ja, jetzt. Mir ist auch alles normal, ja. Weil ich gerade gefressen worden bin. Mit einem mega lauten Jumpscare. Na. Hier ist ein Jumpscare. Ihr kriegt die tollen Jumpscares hier und ich. Ach, das wäre ein bisschen leiser. Seid ihr zwar auch leiser, aber ist mir egal. Ich bin in so ein Schleimmonster reingelaufen. Also nächstes Artefakt? Ja, aber ich warte auf Flauschi. Ich weiß nicht, wie ich zu euch... Nee, machbar. Ich bin ganz weit entfernt. Okay, hab's geschnabbelt. Geschnabbelt. Yep. Ich will auch vom Glitzermonster gegessen werden. Nee. Langwierige Geschichte hier. Nicht. Na, wo ist es denn? Die nächsten Artefakte. Wo seid ihr denn? Vor allem wurde uns ja nicht gesagt, wie viele, ne? Nee, das ist ein bisschen gemein, aber... Ich sag drei. Ja, ne? Aller guten Dinge sind drei. Ich bin irgendwo am A der Welt. Vielleicht finde ich ja dann hier schon irgendwas. Weißt du, dass ich die Musik nicht leiden kann? Wieso? Jetzt im Kanon. Du musst dir mal Mr. Furry angucken. Meine Folge. Was? Furry? Mr. Furry's Hot Muscles. Oh, ich habe ein Artefakt gefunden. Ich habe es eingesammelt. Und es ist nichts passiert. Okay, dann mehr. Fünf? Das ist, da sind so viele Lieder ineinander. Guten Tag.
Da komme ich her, da ist eigentlich nichts. Wenn da war ich, ich gerade, wo du reinläufst, da habe ich es her. Okay. Also auf jeden Fall ist da so viele Lieder und so viele Assets, so nach dem Motto, wie viele Sachen kann ich reinballern? Ja, alles. Anfangs fand ich es sehr geil. Jetzt rennen wir ja doch hier hin. Na, vielleicht habe ich was übersehen. Bist du nicht mittendrin gespawnt? Ich weiß es nicht, aber hier bin ich, glaube ich, lang gelaufen auf dem Weg zu euch eben. Aber wir machen das trotzdem. Alles so gleich aus. Du entfernst dich wieder vom Mikro. Nein, nein, ich nicht. Ich rede nur leise. Dann rede gleichmäßig laut. Ich habe irgendwas gehört. Es hat irgendwas Patsch gemacht. Und es hat Patsch gemacht. Ja, geh mir mal links lang. Sie bricht ihre Regel. Ich meine, wir können auch wild durcheinander laufen. So wie eben gerade. Ich weiß langsam echt nicht mehr, wo wir hergekommen sind und wo wir schon überall waren. Also von dem her. Ja, ich bieg mal rechts ab. Lauft immer da. Okay. Wahrscheinlich werde ich wieder gefressen. Ich will das Monster auch sehen. Nee. Da ist was blau. Ach so. Ist der Anfang. Ein Artefakt, siehst du? Ist der Anfang. Finde die Artefakte. Gut, ich laufe jetzt hier lang. Oh, diese Musik, ne? Es ist mir nicht aufgefallen, bis ihr es gesagt habt. Das ist einfach so im Hintergrund gewesen. Das hat mich nicht gestört. Jetzt, wo ich es weiß. Hört's dich. Ja. Ich kann es schon auswendig. Boah. Nicht schlecht. Jetzt bin ich da, wo man vorhin das angefragt hat. Hört ihr das? Hier ist ein Echolot. Die Dummy-Funktion? Ja. Das ist nicht nur sondern der Bass ist noch dahinter. Echolot habe ich nicht. Bin zu weit weg. Hab's gefunden. Okay. Passiert jetzt sowas? Sollen wir es einsammeln? Ja. Hab's eingesammelt. Immer noch nicht? Ich frage mich, was. Das habe ich mir vorhin doch nicht eingebildet. Ich wurde von einem Monster. Ja, vielleicht kommt das nochmal. Er hat mich einfach schnabuliert. Und keiner hat's mitgekriegt. Der Bass. Der Bass, der dröhnt. Wo ist der Bass-Drop? Jetzt bist du wieder am Anfang. Hä? Wir brauchen bitte noch mal ein Dummy-Echolot. Echo. Lauf gerade nur links, rechts, links, rechts, links, rechts. Hab's nicht mal beim zweiten. Ich bin beim zweiten Artefakt. Gab's nicht mal ein Lied von Blümchen? Irgendwas mit Echolot? Was ist das? Na, wirst gerade gefressen? Oh, ich höre ein Echo. Oh, die Musik ist ja geil. Ping. Ping. Nee, gefressen wurde ich nicht. Ping. Er hat mich nicht gekriegt. Es wurde alles rot und ich bin einfach weitergelaufen. Hab's. Oh. Oha. Wo seid ihr da? Oh Gott. Warum seid ihr so schwarz? Du bist schwarz. Du, ja, ich bin schwarz. Flauschi. Du bist auch schwarz. Bleib mal stehen. Peri ist orange. Flauschi ist richtig schwarz gerade. Ja. Das schicke ich dir nachher, Flauschi. Okay. Peri ist orange. Ich bin orange.
Ja, du leuchtest schwarzer Mond. Ja. Ich bin immer noch nicht springen. So, was ist jetzt? Aufgabe? Sieht aus wie eine traurige Minecraft-Welt. Ja, das ist Minecraft hier. Aber sowas von. Hab's eingesammelt. Bilder sammeln. Okay. Alles klar. Wir trennen uns. Sieht aus wie Dominosteine. Ja. Oh. Was ist das für ein Geräusch? So klingt das wie eine Verfolgungsmelodie. Ich würde mir... Ah! Ist das eine Peri, die um ihr Leben schreit, aber vom Mikrofon ausgeblendet wird? Ja. Dann hört man immer so... Hat man mich gehört? Ein bisschen. Was ist denn hier los? Ich hab mich nämlich auch erschreckt. Ist so komisches Smiley-Face. Ja, ein krabbelndes Smiley-Face. Ja, ja. War plötzlich da. So, ich laufe um die Ecke, auf einmal war es da. Und dann wird's laut. Ich glaube, dieses Tick-Tick-Tick-Tick-Tick ist so ein Hinweis darauf, dass es in der Nähe ist. Tipp-Tipp-Tipp-Tipp-Tipp-Tipp-Tipp-Tipp. Na, er ist bei mir. Darfst du behalten. Mhm. Hab mich nicht gekriegt. Boah, da habt ihr eure Flashing Lights. Eieieiei. Es ist hinter mir her. Ich hab ein Bild entdeckt. Hab's eingesammelt. Nochmal erschrecke ich mich nicht. Nochmal erschrecke ich mich nicht, mein Freund. Hab auch ein Bild. Ich stand gerade hinter einer Ecke und dann. Da ist er schon wieder. Ich bin tot. Oh nein, geh weg! Oh. Alter, das wäre jetzt awesome, wenn ich jetzt Smiley Face wäre. Ja, schade. Das hättest du wohl gerne, ne? Ja. Oh, ich würde so gerne mein Horrorspiel designen, ne? Und du musst es dann spielen. Mhm. Da sind doch dann wieder Puppen drin. Puppen all over, die sich andauernd bewegen, wenn ich nicht hingucke. Das wäre ja langweilig. Meine Idee ist halt, irgendwie mal ein Horrorspiel zu machen, was so, keine Ahnung, was komplett Neues ist halt. Was komplett anderes. Boah, jetzt geht mir das Smiley Face aber wirklich langsam auf den Piss. Ja, wir müssen einfach nur die Vlogs von Tubitz gucken, wo er erklärt, wie man ganz einfach ein Spiel designen kann. Hm. Ungespielte Welten hat auch schon mal angefangen jetzt. Ich habe ein Bild gefunden. Oh. Ja, hier ist schön. Oh, mein Traumhaus. Ah. Ja, mein Zimmer ist da oben bei dem runden Fenster. Das hat doch ein bisschen was von Charme zauberhafter Hexen, oder? Ja, Tschüss, er ist mit dem Haus abgehauen. Ich hab's kaputt gemacht. Was? Na toll. Final Boss? Was für ein Boss? Und was müssen wir tun? Halt. Wir müssen heiden. Hä? Ja. Wie? Ich werde mal wieder zurückgeworfen. Ja, ich auch. Kriechen mit C. Nee, geht auch nicht. Hol mir mal eins von diesen Schwertern hier. Ah, alles klar. Wir müssen Schwerter einsammeln, ja? Es bin nur Ja, war klar, dass ich da direkt rein auf meine Augen. Ah, der ist hinter mir. Okay, nur durch... Ja, komm mit, Pipi hier. Komm mit, ich lenke ihn ab. Hier ist es ja schneller als ich. Okay, er ist wieder weg. Okay, 850. 750. Look away, nicht hingucken. Nein. Okay. Ich sehe keine Schwerter mehr. Nö. Ich auch nicht. Da. An der Decke ist einer.
Hide. Wir müssen hiden, das heißt einfach. Ah, alles klar, die Kugel in der Mitte darf er uns nicht sehen. Verstanden, da war so eine blaue Kugel und man muss außerhalb des Sichtfeldes von dieser Kugel sein. Okay. Kommt näher. Oh Mann, ist so langsam. Er wurde released. Er ist hinter mir her. Nö, er kommt zu mir. Ah, Hilfe! Ah. Peri, du läufst genau in den Reihen. Bei mir nicht. Oder haben wir jeder einen? Anscheinend. Er ist hinter mir gerade. Bei mir ist er nur jeder auf mich. Hat einen. Alles klar. Oh, es ist lila geworden. Mhm. Habt ihr das Ding an der Decke gesehen? Ja, das ist hier der Boss, oder nicht? Look away, ach. Alles klar. Guck einfach. Was auf denn? Der roten Kugel, denke ich. Keine Schwerter mehr. Ist ein Stück näher gekommen. Ja. Noch ein Stück, da sind sie wieder. Jetzt müssen wir uns heilen wieder. Der ist in der Mitte. Alles klar. Gut, jetzt nicht mehr. Ist nicht mehr viel. Wir haben es gleich geschafft. Ist aber auch eine tolle Mechanik, ne? Ach nö. Und der ist jetzt wieder bei jedem hinterher. Ja. Nur. Geh weg. Ich hasse es, wenn man mir ins Ohr stehnt. Zumindest wenn es so creepy ist. Hat jeder auch seine eigenen Schwerter, hab ich so das Gefühl? Nee, lauft immer da hin, wo ich gerade hinlaufen will und dann tue ich den anderen. Eins noch oder zwei, ne? Ja. Ein. Ich glaube, eins, ja. Nee, zwei. Einer fehlt noch. Look away, guck nach unten am besten. Ja. Ich würde gerne mal hingucken. Das ist eine rote Kugel. Ein Schwert noch. Komm schon. Da. Schnapp's dir. Oh. Alles dunkel? Okay. Oh, da ist sie wieder. Raus? Die Kugel der Weisheit. Na. Sphäre der Weisheit. Da war auch doch ganz kurz eben das Haus eingeblendet, oder? Mhm. Na, dann ist sie noch nicht, ist das noch nicht ganz despawned dann oder so. Oder wir sind rausgekommen und wenn du rückwärts läufst, dann guckt dein Schwänzchen zwischen deinen Beinen nach vorne durch. Das Na. Ist verkehrt. Mach nochmal, jetzt, das will ich jetzt sehen. Oh, du hast aber ein haariges Schwänzchen. Ich hab vergessen, mich zu rasieren. Sorry. Bist du Asiat? Ich war nicht auf Besuch eingestellt. Credits. Yay, ID Pisteria. Wollt ihr euch hier mal vorstellen? Obwohl, dann weiß man ja schon, wenn ich das für Thumbnail nehme, weiß man dann direkt, dass wir es geschafft haben. Dann müssen wir mal vor der Schwarze hier. In der Ecke. Du bist schwarz. Man sieht dich gar nicht. Ach, verdammt. Du bist eins mit der Wand. So eins mit der Natur. Nein. Das sieht gerade so unterwürfig bei mir aus. Ein bisschen, ja. Sieht eher aus, als wärst du so ein kleiner Imp, der durch die Wand kommt. Kennt ihr, wie heißt das wieder? Das ist jetzt auch abgedreht, dieser Ableger von Futurama. Mit ja, Bee und ihrem Teufelchen. Keine Ahnung. Ach ja, Disenchantment. Ja. Ach das, ja. Ach, wenn er so hockt, dann sieht er doch aus wie Lucy. Ja. Disenchantment war ja die dritte Serie von denen, ne? Von Matt Groening. Ja. Das Ende fand ich doof. Ja. Darf ich spoilern? Hab ich nicht geguckt. Bitte nicht spoilern, danke. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist, aber ich fand es unbefriedigend. Ja. Gut. So, jetzt müsstest du ein Portal werfen, dass wir wieder zurückkommen. Mach ich. Glaube ich.